und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SimCity 4 mit mir, dem Pixun, hier live aus Pixuns Pixel Studio. Und wir hatten ja letztes Mal hier oben mit dieser Ministadt angefangen, wo der Platz schon bald wieder voll ist. Finde ich, wir könnten ja mal bald irgendwas Größeres hier so nehmen, oder obwohl das hier, das finden wir uns wahrscheinlich für den Schluss auf. Wir fangen einfach mal an zu spielen. Ach ja, ich glaube, das hier ist die Anzahl an ich muss mal kurz mein Mikro richten. Anzahl an Einwohner, Anzahl an Gewerbejobs und Anzahl Industriejobs. Und ich glaube, es ist auch so, man kann irgendwie noch so die Städte miteinander verbinden und dann fahren die irgendwie über die Grenzen und so. Ach ja, hier waren wir. Da sind wir zurück zur Bürgermeistervilla gefahren. Das wollten wir nochmal machen. Irgendwie sind diese Dinger da gerade gefreezed. Was sind denn das für Dinger, die da stillstehen, diese... Jetzt sind sie nicht mehr gefreezed? Das ist seltsam. Aber ich will auch was anderes machen als nur fahren. Wir müssen hier irgendwie die Stadt aufbessern. Geld hatten wir ein Problem, das scheinbar nicht mehr. Mal gucken, noch was haben wir, Nachfrage. Immer noch nach Agrargebiet, aber ich kann jetzt auch hier nicht nur Agrargebiete anpflanzen. Ansonsten besteht unsere Stadt ja nur noch aus Feldern. Bei größeren Städten, da kann man sowas gern machen, aber hier haben wir ja so wenig Platz, leider Gottes. Das hier ist nämlich auch irgendwie ganz komisch gelöst, dass wenn irgendwo so ein Berg ist, dass das hier auf einem riesen Sockel steht. Stau auf Seitenstraße bringt Sims ins Schwitzen. Ich habe von vielen Sims, die in dieser Straße leben, Beschwerdebrief erhalten. Offensichtlich ist der Verkehr nicht mehr auszuhalten. Aus irgendeinem Grund halten mehr und mehr Autofahrer es für notwendig, durch dieses Gässchen zu fahren und dabei die Fußgänger zu gefährden. Ziehen Sie in Betracht, die Straße zu einer Landstraße auszubauen, um mit dem vielen Verkehr fertig zu werden, oder bieten Sie den Fahrern die Möglichkeit, als Umleitung eine neue Landstraße oder eine Allee zu nutzen. Okay, wo denn exakt? Ah ja, hier haben wir so normale... Oha! Da hat's gekracht, das ist nicht gut. Wir können ja hier irgendwo noch einen Verkehr einstellen. Ja. So, wo die Straßen grün sind, da ist kein Stau, wo rot ist, ist Stau und so weiter und so fort. Und offensichtlich gibt es hier Verkehrsprobleme. Aber das liegt daran, dass die voreingestellten Straßen in den Gebieten, das sind, egal was man baut, immer nur diese normalen Feldwegstraßen. Also müssen wir das jetzt upgraden zu einer Landstraße. Hier haben wir schon einen Landstraßenanschluss, dann würde ich sagen, dann verlängern wir den bis dahin. Und dann werden wir jetzt mal kurz auf Pause drücken. Jetzt müssen wir leider hier die... Nein, ich will nicht das Anwesen planieren. Gott, wie planiere ich die Straße? Ist eigentlich schon klar, aber ich finde die Steuerung von SimCity 4 ein bisschen kompliziert. Wahrscheinlich, weil ich zu viel SimCity 2013 gespielt habe. So. Erstmal hier eine Straße, die muss dann natürlich noch planiert werden. Und dann sollte da das Verkehrsproblem beseitigt sein. Feuerwehr braucht längeren Arm. Ja, hier die Brandgefahrkarte. Was gibt es da schon wieder für Feuerwerk? Ich verstehe nicht, warum es hier Feuerwerk gibt. Ja, hier haben wir zwar ein bisschen Brandgefahr, aber das ist auch jetzt nicht rot. Und man kann auch später noch, wenn es irgendwo brennt, irgendwie die Feuerwehr auch manuell hinschicken. Also insofern ist mir das ziemlich egal. Was mich nur aufregt, ist, dass dann die Feuerwehrleute streiken. Das war, oder die Polizei, wie er letztes Mal gesehen hat. Das war in SimCity 5 nicht so der Fall. Da haben die Leute, wenn es ihnen gepasst hat, weitergearbeitet, egal was passiert ist. Und was... So, Verkehrsproblem beseitigt. Nachfrage haben wir natürlich immer noch Agrargebiete, aber das ist mir gerade egal. Wir haben auch leider immer noch ein bisschen Nachfrage nach IS. Frag mich, ist das hier schon die bessere Industrie? Nee, Schwerindustrie, das ist IS. Schwerindustrie ist IS. Ich glaube, das hier ist IS. IH ist Herstellindustrie und IHT ist Hightech. Dabei haben wir doch da Wasserleitungen hingelegt, oder? Ja, da haben wir Wasserleitungen hingelegt zur Versorgung der Schwerindustrie. Weil irgendwie müssen wir ja die... Wie schalte ich jetzt hier die Graphen wieder? Unterirdischen Modus verlassen. Ah ja. Weil irgendwie müssen wir ja gucken, dass wir hier auch die bessere Industrie hinkriegen, weil da sind sie ja auch mehr Geld bringt und so.
Aber wir wollen noch mehr arme Schlucker. Würde ich sagen, dann siedeln wir die hier so an, direkt neben dem Bauernhof. Es ist nicht so weit zu fahren. Das hier können wir gerne auch noch stopfen mit irgendwas. Obwohl, hatte ich nicht letztes Mal gesagt, dass wenn das hier ausgebaut ist, dass wir das dann mit so dichteren Wohngebieten vollstopfen. Aber das können wir ja noch immer noch machen. Grabesnöte in Schürfen. Das Gebetshaus trägt sein Nötiges zum spirituellen Leben von Schürfen bei, Bürgermeister. Die Sims haben ihre Einstellung zum Jenseits geändert. Jetzt bitten sie darum, dass ein Friedhof in der Stadt angelegt wird. Ich denke, wir sollten nicht das Risiko eingehen, dass uns sonst verärgerte Gespenster nachts heimsuchen. Wohl, kostet nichts, können wir machen, weil das wertet eh unser kleines hübsches Städtchen auf. Und dann setze ich das hier mal auf die Stromtrasse. Die brauchen wir auch nicht mehr, weil jetzt der Strom ab hier ja hier so rumfließt, weil das hier geschlossen ist. Können wir doch diesen einen Strommast hier doch auch wegreißen. Frisst ansonsten nur Geld. Aber jetzt müssen wir gucken, dass es verkehrstechnisch hinhaut, weil jetzt haben wir hier ja neue Wohnungen und die ziehen natürlich Strom und so. Mal sehen. Ja, da sieht man immer noch, die Gewerbegebiete sind nicht voll gebaut. Und was ist denn das für welches? Ah, das ist schon ein besseres, weil zwei Simoleons. Weil ich glaube... Ah, ich glaube, mir fällt jetzt gerade wieder ein, wie war hier diese bessere Industrie. Ich glaube, die zieht man seltsamerweise mit Parks an. Weil ich total komisch finde, weil... Parks findet man in Industriegebieten eigentlich nicht. Deshalb frage ich mich, wozu brauchen wir Parks? Ah ja, ich glaube, hier die Trassen kann man auch abreißen, weil das fließt hier über das Agrargebiet. Zack, das war's mit der Stromtrasse. Und ja, was wollte ich jetzt nochmal machen? Scheiße. Naja, wir wollten ja Parks bauen, weil die Parks ziehen sowohl reiche Schnösel an, als auch die bessere Industrie, weil die den Landwert aufwerten. Und so weiter. Mal gucken, gibt es hier irgendwo noch so eine Fahrmission? Am Mist hier entstehen leider keine Wohnviecher, weil die Straße nur bis dahin geht. Dann mache ich da draus einfach wieder eine Brache. Weil immer dieses keine Autosymbol will ich jetzt auch nicht sehen. Ah ja, was wir vielleicht auch mal machen könnten, ist, wir könnten mal alles umbenennen, so wie es uns gefällt. Konnten wir das hier machen? Das hier ist ja Natur, Zonen, Straßen und Schienen, Strom und Wasser. Und das hier ist der ganze Verwaltungsrahmen. Ist mir egal mit eurer blöden Feuerwehr. Ich meine, solange es hier auch eh nicht brennt. Ey, wir wollten alles umbenennen. Wegweiser und Hinweiswerkzeuge. Das und, das sieht irgendwie sehr verkrüppelt aus. Baue Wegweiser in der Stadt oder versehe Straßen, Berge, Täler und Gewässer mit Hinweisen. Das können wir gerne machen. Das entfernen. Ein aus. Ja, hier können wir so Schilder platzieren, die irgendwo stehen. Damit können wir irgendwas auf Straßen schreiben. Ich zeige das euch einfach mal. Zum Beispiel hier bei dem Kraftwerk können wir hinschreiben, wenn wir wollen. Kohlekraftwerk. Brachfeld. Jetzt steht da immer, egal wo wir hingehen, steht da Kohlekraftwerk Brachfeld. Und das weiß dann jeder. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist echt keine Schleichwerbung, wollte ich dazu nochmal anmerken. Ich habe zwar selber das Kohlekraftwerk Brachfeld gebaut, aber könnt ihr euch gerne angucken. Und ja, ich bin klickgeil und so weiter und so fort. So, jetzt können wir noch hier irgendwie auf Straßen klicken und die Straßen nennen. Wie nennen wir denn die Straßen? Zum Beispiel hier, die Straße ist jetzt einfach mal da. Ewigkeitsweg. So, jetzt steht da drauf Ewigkeitsweg. Das ist doch auch nicht schlecht. Wenn ihr Ideen habt, was wir hier noch... Oh, ich wollte schon wieder BASD machen, geil. Wenn ihr noch Ideen habt, was wir umbenennen könnten,
Wohl, ich würde sagen, wir benennen die Viertel alle mal. Dann benenne ich sowohl hier das Industriegebiet als auch das Agrargebiet, also hier das einfache Wohngebiet und hier das reiche Wohngebiet. Naja, hierhin, hier das reiche Wohngebiet, das ist der Campus No, obwohl, nee, doch nicht. Wie nennen wir denn das Gebiet? Jetzt brauche ich irgendwie so einen richtig schnöselig klingenden Namen. Und zack, da hat man gesehen, da kamen schon wieder gute Häuser aus dem Boden geschossen. Was ist denn so ein richtig schnöseliger Name für einen? Ach komm. Scheiß auf Feuerwehr, weil ich jetzt dauernd die Feuerwehr satt habe. Ach ja, wo haben wir hier schon wieder Stau? Hier, wo ist denn der Verkehrsgraf? Okay, ja. Das stimmt. Hier sind einige Straßen überlastet. Ich würde sagen, alle Straßen, die orange sind, könnten wir ja mal verbessern. Bevor wir weitermachen mit unseren Umbenennungsarbeiten, drücken wir mal kurz auf Pause und reißen die ganzen überlasteten Straßen ab. Aus Gründen der Verkehrssicherheit. Problem, die Landstraßen, die kosten natürlich auch mehr. Wartung, Straßen kosten zwar jetzt nicht so viel, aber hier in SimCity 4 musst du für jeden Scheiß Wartungskosten bezahlen. Das war bei SimCity 5 nicht so. Und bei SimCity 5 gab es auch noch die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Wenn man mit einer Stadt gebaut hätte, kann man nur die Städte bauen. Bin ich ein SimCity 5 Fanboy? Ja, ich bin ein SimCity 5 Fanboy. Aber ich habe auch anfangs schon ja erwähnt, dass ich mit SimCity 4 noch nie so richtig Frieden geschlossen habe. Aber ich das trotzdem einfach mal gerne mal wieder spielen wollte. So, jetzt haben wir hier neue Straßen. Was mich auch wundert, ist, dass immer hier auch die Kreuzungen alle rot sind. Könnten wir das hier auch. Ach, sieh, man kann einfach über die Feldwege drüber bauen. Das hier mal praktisch. Machen wir das hier, bauen wir dann gerade auch noch aus, damit die Kreuzungen nicht überlastet sind. So. Verkehrsprobleme vorerst mal behoben. Jetzt wieder alles grün. Und wir waren dabei, hier die Straßen umzunennen. Da ist das Miese jetzt. Hier steht da nur Scheiß auf Heus und nicht Scheiß auf Feuerwehr. Nette Ziegelsteinvilla, das ist doch mal ein netter Name. Mist, jetzt kriegen wir das hier nicht mehr umbenannt. Verdammt. Ach, wir entfernen wir einfach diesen Hinweis. Wo ging das nochmal? Ah, hier. Und stellen einfach ein neues Schild hin. Dann heißt dieses Viertel jetzt Scheiß auf Feuerwehr. Dann hier das Viertel, das nennen wir missbräuchlich irgendwie noch einen komischen Namen. Pixunium. Das hier ist ab sofort das Pixunium. Dann wie nennen wir das Feld? Das Industriegebiet, das nenne ich. Ach, mir fallen keine guten Namen ein. Das Industriegebiet ist einfach der Dreck- und Staubdistrikt. Wenn das hinpasst. Man darf die Schilder nicht zu lang machen. Das Agrargebiet, das nennen wir ach komm, Drogenlabor. Hier pflanzen sie Drogen. Immer dieses Feuerwerk, wozu ist das gut? Wenn mir irgendjemand sagen kann, wozu das Feuerwerk gut ist, dann bitte schreibt mir das in die Comments. Wie wir so viel Nachfrage nach Agrarindustrie haben, das ist ja. Da kriege ich ja Albträume von. Ich wollte nicht mehr Agrar, aber scheinbar müssen wir noch, oder? Ich glaube aber auch, wenn sich die Stadt weiterentwickelt, dass wir dann nicht mehr Agrar brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich deshalb nur Agrar, weil alle unsere Leute nur auf eine Grundschule gehen und so. Oh, ja, Mr. Feuerwehr.
So. Da entsteht jetzt hier ein Agrargebiet. Und das soll es auch schon gewesen sein mit meiner Folge Nummer 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.